Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ja, ich bin zurück da in dem Haus, wo wir das letzte Mal ausgelockt haben. Aber dem ganz schnellen Zuschauer unter euch, ihr seid natürlich alle sehr schnelle Zuschauer und aufmerksame Zuschauer, ist aufgefallen, Mann, der Mann hat 64 Ruhmpunkte. Wo hat dieser Mann 64 Ruhmpunkte her? Ja, ich habe einen Charakter ein kleines bisschen gelevelt nebenbei. Das Ganze habe ich wieder offline gemacht. Ich habe eine Schubkarre genommen, die hinten im Haus stand, habe die um die Ecke geschoben, beziehungsweise im Kreis die ganze Zeit geschoben. Wenn ihr wissen wollt, wie man seinen Charakter levelt, schaut bitte das Tutorial-Video an. Ich werde das im Let's Play nicht nochmal zeigen, wobei ich habe es eigentlich gar nicht gezeigt, ich habe es nur im Tutorial gezeigt. Aber ich habe meinen Charakter ein kleines bisschen gelevelt. Unter anderem haben wir nämlich jetzt 64 Ruhmpunkte aufgrund dessen, dass ich halt stundenlang im Kreis gelaufen bin, so lange wie es halt jetzt ging, mit meinem Charakter. Und habe gelevelt Stärke, sind wir bei um 0,2 Punkte gestiegen, wir sind bei der Konstitution um 0,1 Punkt gestiegen und wir sind bei Geschicklichkeit um keinen einzigen Punkt gestiegen, denn wir waren tatsächlich schon 3,1, also einen Punkt haben wir ja schon gemacht gehabt, allerdings bevor ich angefangen habe, meinen Charakter zu leveln. Zusätzlich konnte ich beim Laufen, ich glaube es sind sogar 3%, die wir erreicht haben, und hier 1%, Laufen waren wir bei 4%, Ausdauer waren wir bei 35%, jetzt 38%, hier hat sich nichts getan. Bei der Tarnung konnte ich 45% machen, das allerdings nur, ich habe mich in den Ausruhphasen zwischendrin mal, wo ich Schnee gegessen habe, zu einem Busch gelegt, das war es tatsächlich schon, das steigt extrem schnell. Der Rest ist alles so geblieben, wie es ist, aber wir sind jetzt ein kleines bisschen stärker schon geworden und wir haben 1% Muskelmasse dazu genommen. Und ja, ich habe mir ein Cheeseburger MAE-Paket reingezogen, wir sind leider auch um $500, $580, glaube ich, oder $600 hat das Ding gekostet. Sind wir leider auch ärmer geworden dadurch, aber das konnten wir uns leisten. Hier ist übrigens... Der Server ist resettet, ist jetzt einige Stunden her, seitdem ich gespielt habe oder gelevelt habe. Deswegen können wir jetzt hier einmal wieder das Haus natürlich neu looten. Knoblauch. Und können jetzt erstmal, Spitfire haben wir sogar Platz, können jetzt erstmal hier wieder das Hütchen schnell looten. Da liegt noch ein Küchenbrett. Was ich übrigens noch gefunden hatte, war, um euch tatsächlich, Autofahren, Schuldig, können wir zumindest mitnehmen zum Verkauf noch, ist noch ein Schlübbi in Rosana. Der lag hier. Was war das? Hat da nicht gerade was geleuchtet? Der lag hier oben drauf, wo ich wieder eingeloggt bin. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben noch Pfeil und Bogen natürlich. Wir haben hier noch unser Auto stehen. Es ist natürlich jetzt, wir sind jetzt hier gerade eingeloggt. Es dürfte an und für sich noch kein Respawn eigentlich jetzt da sein. Die müssten jetzt gleich reinspawnen, dann die Pappe zu langsam. In den Häusern, klar. Oh, ein großer Benzinkanister. Wir haben letztes Mal übrigens den kleinen Benzinkanister vergessen. Und Akku. Wir haben das letzte Mal den kleinen Benzinkanister vergessen. Wir gehen jetzt nicht die Garage nochmal durch. Das werden wir jetzt nicht machen. Wir gehen jetzt direkt zum Händler, werden verkaufen, werden uns den großen Rucksack kaufen und dann unser Ziel beibehalten. Unser Ziel war es ja, dass wir uns einen Wanderrucksack kaufen von dem Zeug, was wir jetzt eingesammelt haben. Danach Richtung Gefängnis gehen, da einmal die Schränke aufmachen, solange wir noch unseren gelben Schraubenzieher haben. Danach werden wir allerdings zwangsweise erstmal wieder ein bisschen in der Stadt looten gehen müssen, denn... Die gelben Schraubenzieher und die normalen Schraubenzieher fallen nach wie vor nicht vom Himmel. Auch wenn ich das tatsächlich so einstellen könnte, dass das funktioniert. Man kann in dem Loot tatsächlich ja alles einstellen, was man möchte. Aber ja, noch ist es so. Der Jagdstand da hinten lacht mich tatsächlich an. Aber wir werden jetzt erstmal verkaufen gehen. Wir fahren jetzt mit unserem Bötchen, das wir hier haben, rüber. Werden einmal das Zeug beim Händler verkaufen. Gehen dann einkaufen. Vielleicht schaffen wir es in der Folge noch zur... Ja, wobei der Weg ist... Das ist nicht zu unterschätzen. Der Weg ist schon recht weit. Wir müssen mal gucken. Vielleicht machen wir auch nochmal die Garagen. Auf jeden Fall ist Ziel, auch das Auto dementsprechend sich zusammenzubasteln. Das müssten wir eigentlich komplett auch schaffen können. Denn ich bin der Meinung, Lichtmaschine, Batterie und so weiter. Batterie hat der hier oben. Wir haben den Wagenheber ja gefunden. Das heißt, wir sparen uns die 2800 für den Wagenheber, den wir brauchen. Meine Füße sind klatschnass. Ich bin nur ins Boot eingestiegen, mein Freund. Aber okay. Und ja, wir hoffen jetzt einfach mal... Wir gehen an den Anleger. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass da die Lichtmaschine drin war. Ich glaube aber ja, in dem Volkswagen beim Sägewerk war der. Die Räder müssen wir uns gerne organisieren. Das heißt, wir müssen ein paar Mal hin und her laufen. Das geht allerdings von der Distanz her. Einer stand der beim Sägewerk und hier stand der Leica mit der Batterie. Wobei, die Batterie können wir hier mitnehmen. Und der andere... Moment, dass ich mich nicht hier verfahre. Und der andere stand, glaube ich, hier in dem Dorf. Oder? Ja, hier im Dorf, glaube ich, stand der andere mit den drei Rädern, die wir brauchen. Und dann haben wir einen Volkswagen... Mit allen Rädern zumindest zusammen. So, wir parken jetzt einmal wieder. Yeah, so ein bisschen ranfahren. Perfekt. Bootfahren ist tatsächlich recht easy. Also, was Navigation und so weiter angeht. Da könnte sich mal das Flugzeug in die Scheibe abschneiden. Wobei ich jetzt mittlerweile weiß, wie man ein Flugzeug besser navigieren kann. Vielen Dank für die Kommentare. Das war unglaublich hilfreich. Ich habe es getestet gehabt mit einem Flugzeug.
Das funktioniert tatsächlich. Flugzeug könnt ihr auf der Stelle wenden. Nicht ganz auf der Stelle wenden, aber mit Anbremse gedrückt. Bisschen Gas geben. Es ist tatsächlich ein bisschen Fummelarbeit nach wie vor. Oh, bitte keine Puppets wieder, oder? Nein. Warum? Oh, das ist so nervig. Wieso spawnen hier jedes Mal Puppets? Das ist so nervig. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Okay, wir verkaufen jetzt einfach mal. Lustig, wie wir sind. Es ist halt einfach nur mega, mega lästig. Ja, irgendwo da, da. Und da. Tot? Nee, schön wär's. Ja, ich schieße durch den Körper durch. Warum nicht? Die können uns hier nicht hitten. Es dürfen, eigentlich dürfen sie deswegen auch hier gar nicht spawnen. Normalerweise sind die, ist hier eine Spawn. Oh, $20, danke. Die nehmen wir natürlich gerne. Eigentlich dürfen die hier gar nicht spawnen. Ja. Es ist, wie es ist. Es sind wieder 10. Es sind halt gleich mehrere. Aber es ist, wie es ist. 31. Was? Okay, es ist bei 51%. Okay, wir verkaufen erstmal alles, was wir jetzt nicht großartig brauchen. Der Schlauch war doch auch mal ein Fuffi wert, oder? Das Smartphone-Akku. Was haben wir noch? Das Ding, das Ding. Oh, 92. Die können wir tatsächlich loswerden. 574, der Schneider. Der ist knapp, ich glaube, 8000, 10.000, 8.000, 9.000 wert, wenn man den so kaufen würde. Unglaublich viel wert. Ich habe es mittlerweile gesehen, 10.100 irgendwas, weil wir bereits Dinge verkauft haben. Wir skillen ja den Händler ein bisschen mit praktisch. Dann haben wir noch Vitaminpillen. Ja, den Rest müssen wir im Boot jetzt erstmal holen. War jetzt nicht die Bombe an Money, aber wir gehen nochmal ins Bötchen. Sammeln da nochmal alles ein. Ich habe so ein bisschen was, was ich vielleicht behalten will. Die Magazine und so weiter. Wenn wir doch irgendwie eine Handfeuerwaffe kriegen sollten, können wir zumindest die Magazine ja behalten. Wir müssen gucken, dass wir eben auf die... Ja, wir haben jetzt 1300, 300 noch. Dann haben wir zumindest den Rucksack. Den Wanderrucksack können wir uns dann zumindest kaufen. Und das ist dann halt schon mal richtig, richtig nice. Das heißt, die... Ja. Die Weste können wir loswerden. Ja, die müssen wir mal behalten tatsächlich. Das Waffenrepair-Kit würde ich auf jeden Fall behalten wollen. Die Küchenmesser können alle weg eigentlich. Die Tasche hier kann weg. Die brauchen wir. Ah, das ist zurück drin. Das kann weg. Das Magazin behalten wir. Das Face-Shield-Ding kann weg. Das Ding kann weg. Die Crocs können weg. Die Lupe kann weg. Küchenmesser. Ja, genau. Pack sie in die Mitte. Super Idee. Ganz super Idee. So, das Ding hier rein. Das Wooden-Ding kann weg. Da haben wir, glaube ich, ja, wir haben Soldatenschürtchen. Die Mütze kann weg. Den können wir eh behalten. Genauso wie wir behalten werden die Bolzen, das Magazinchen, die Munition. Gut, das werden wir auch behalten. Den Knoblauch können wir behalten. Das werden wir behalten. Die können wir mit verkaufen. Mal gucken, was das wert ist, aber wahrscheinlich nicht viel, könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir, wie gesagt, das hier. Da ist das Repair-Kit. Das können wir gleich loswerden. Momentan noch ohne Gebrauch. Das Ding hier können wir loswerden. Den Scheinwerfer. Können wir ihn hier in die Hand nehmen? Das wäre ganz hilfreich. Das geht. Er wird sogar... Okay, sehr nice. Ich hatte ihn, glaube ich, noch nie auf dem Arm. Er wird sogar geschultert. Sehr, sehr cool. Okay, Küchenmesser. Okay, wir müssen noch ein paar Mal laufen. Aber ja, wir holen uns jetzt gleich den Rucksack. Dann können wir genug laufen. Schön ist, dass der Ghetto Blaster geschultert wird. Heißt das Ding übrigens Ghetto Blaster? Boombox. Gut, deutsche Übersetzung gibt's dafür nicht, oder? Das gleiche wie ein Radio, nur mit mehr Bums. Okay. Aber es gibt Übersetzungen dazu, nett. Gut. Dann verkaufen wir das Ganze. Wir kaufen jetzt erstmal den billigsten Wanderrucksack natürlich. Wir müssen jetzt nicht gleich die militärische Variante kaufen. Ah, guck mal, die Dinger sind tatsächlich ein bisschen was wert. Die Lupe ist nichts wert. Gut, das war aber von vornherein irgendwie auch klar. Die Samen leider auch nicht, 10 ist auch nicht wirklich was, was sich lohnt. Die Messer, ein Fuffi, das Radio ist auch für die Tonne. Das Messer hier, die Weste möchte er nicht haben. Das müssen wir beim anderen Heini verkaufen. Und 75, das Teil. 1300. Verkauf. Nee, 500. 1300 wäre viel. Wir können jetzt allerdings gleich kaufen. Und zwar Kleidung, Zivil, Taschen. Der billigste Wanderrucksack, den wir kriegen können. Die Tasche hier übrigens war auch noch cool. 1800, 1620. Aber guck mal, kosten der gelbe auch, aber wir nehmen den roten. Das ist noch der ansatzweise nicht ganz so hässliche. So, vielen herzlichen Dank.
So, Inventar. Perfekt. 299 besitzen wir noch. Zieh das hier mal rüber. Und damit haben wir doch schon mal ordentlich Platz gemacht, oder? Let's see what you have. 200? Warum? Achso. Nö. Nö. Das ist Wahnsinn. So, 354 haben wir damit noch. Ah. Wenn es nicht droppt, kaufen wir es halt. Ich hätte jetzt tatsächlich, ich glaube, wenn jetzt nicht Version 095 irgendwann bald kommen wird, ich hoffe, wenn ihr die Folge seht, vielleicht in der Woche noch oder nächste Woche spätestens, dass da was kommen wird. 35 Pfund Bogen haben wir schon. Bogen wäre übrigens richtig nice, wenn wir uns kaufen würden. Aber ich glaube, das kostet uns zu viel. Aber Bogen wäre richtig Deluxe. Das hier müssen wir auf jeden Fall mal reparieren. Wobei 59%... Oh, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir es ja repariert. Decken wir da die restlichen 9 rein? Nee, wir behalten es mal. Wer weiß, ob man es braucht. Teepackung können wir theoretisch verticken. Das vertickt man noch. Die Hose, da ist glaube ich noch Loot drin. Genau, Schmerztabletten haben wir noch. Hier haben wir noch Ding. Die Zigaretten können wir noch verkaufen. Den Stift können wir noch loswerden. Den Baumwollpulli. Den Rest können wir eigentlich soweit behalten. Das ist zum Reparieren da. Irgendwas hatte ich noch gesehen. Genau, das Messerchen hier noch. Und ja, mehr haben wir im Moment nicht zum Verkaufen. Wir könnten theoretisch noch den Helm verkaufen, natürlich, den wir jetzt aufhaben und so weiter. Aber damit nehmen wir uns wieder Rüstung raus. Oh, den können wir noch reparieren. Das ist natürlich eine Versicherung für uns. Die Weste ist auch schon mal nicht schlecht. Die Kugelsicherweste kostet im Moment noch zu viel. Wir müssen Nadel und Faden wiederherstellen. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Unsere Kleidung leidet ein bisschen. Ja. Und hier spawnen nach wie vor freudige Puppets. Wenn wir Glück haben, hat er aber Dollar dabei. Mit dem Tape hätten wir höchstens die Schuhe reparieren können. So. Der hier, das hier. Okay, die Kugelschreiber lohnt sich absolut gar nicht. Das Messer lohnt sich auch nicht, aber 36. Oh. 388. So, den Warengeber können wir uns schon mal schenken. Das sind 2800, die wir brauchen. Dann ist der nächste. Der wird auch gleich angerannt kommen. Wir können uns ein Messer kaufen, aber ich glaube, auch das wird eher nicht im Bereich sein, was wir uns leisten können. Wir müssen gleich mal gucken. Ja, überall. Schaff's befürchtet. 17, 114 das Licht immerhin. 500, dafür können wir uns die Tasche kaufen zumindest. Ja, ja, ich weiß. Das Schöne ist, dass man mir keine Hits kriegt, also nicht wirklich Hits kriegen. Dadurch aber auch nicht unterbrochen werden. Aber die Frage ist nach wie vor, wieso. Ich muss vielleicht nochmal in die Einstellung reingucken. Aber eigentlich dürft ihr nicht spawnen. Ihr dürfte normalerweise nichts spawnen. Die werden wahrscheinlich nichts wert sein. So können wir das natürlich auch noch verkaufen. Wir können mal lustigerweise so ein Puppet-Auge gerade auch verchecken. Wir brauchen ein bisschen Wasser. Da können wir wieder Schnee trinken. Nächsten. Alter! Ist das dein Ernst? Halt auf dem Dach. Also keine Ahnung. Irgendwas ist da auf jeden Fall extrem buggy. Eine Nadel, ein Stift. Super. Danke für nichts. So, bitte nicht noch mehr. So, Schmerztabletten für 400. Sehr nice. Die Vitaminpillen können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Den einzelnen Samen, lustigerweise, wollte er gar nicht. Den können wir lassen. Das sind nochmal 500 obendrauf. 1000 da. Damit können wir vielleicht einen Bushman kaufen. Dass wir verloren haben. Wäre eine coole Waffe. Gerade fürs Gefängnis tatsächlich ganz gut brauchbar, weil wir definitiv auf Puppetzeit treffen werden. Und wir können jetzt zumindest Nahkampfwaffen, Schnittwaffen. 2000. Alter. Hätte ich gewusst, dass es so viel wert ist, hätte ich es nicht weggedroppt. Ein Huni dafür. AK-74U Magazin. Wo haben wir das her? Ah, das war in dem einen Schrank drin. 149. Lohnt sich eigentlich fast. That thing registered. 1100. Kidding. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. Aber alles andere ist vergebene Liebesmühe. 2400. Nee, das lohnt nicht. 1600 die Axt, aber selbst die ist nicht drin. Dann würde ich eher noch eine Tasche kaufen wollen, damit wir noch mehr Loot ranschleppen können. Unter anderem. Und ja. Dann müssen wir kurz aufs Gefängnis nochmal verzichten. Ich würde ungern
ungern ohne Waffe da reingehen wollen. Mal mitnehmen. Ich würde ungern ohne eine Waffe da reingehen wollen, die im Nahkampf gut ist. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall das Bushman noch craften wollen. Die können wir mal schnell reparieren. Das funktioniert jetzt mit dem Tape, was wir dauernd kriegen. Die lassen lustigerweise, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wirklich sehr viel Tape liegen. 100% und wir haben noch... Hä? Normalerweise brauchst du da mehr Aufladung für. Den können wir mal reparieren. Der ist schon gelb. Der ist allerdings auch langsam davor, gelb zu werden. Faden würde uns ein Fuffi wieder kosten. Wasserflasche haben wir noch einen Use da drin. Aber wie gesagt, wir können einfach auch Schnee essen. Nicht das große Problemchen. Boot können wir theoretisch, glaube ich, auch verkaufen. Ich habe noch nie ein Boot verkauft. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber ich glaube, irgendwo beim Händler müsste das auch gehen. Aber gut, das ist momentan unser Bestes, was wir haben. Dann würde ich tatsächlich sagen, die Tasche würde sich ja lohnen für 450. Ein Emma Eberkill wäre eigentlich auch nochmal ganz nett. Was haben wir noch? Schuhe. Werden wir es looten? Handschuhe, Tops, Deckung? Nee, ich glaube tatsächlich für 450 die Tasche. So, dadurch haben wir die hier nochmal frei. 65. Können wir direkt wieder verkaufen. Haben wir 400 für das Ding bezahlt. Material. Was kostet mich ein Faden? Ich glaube, war recht teuer, oder? 246. Aber weiß, ob ich einen finde. Ich glaube nämlich, wir haben keinen im Moment. Das heißt, hier können wir zumindest auf Nummer sicher gehen, dass wir unsere Klamotten jetzt nochmal durchreparieren können. Ja, dann müssen wir nochmal in die Stadt. Wir werden nochmal die Garagen durchlooten, bis wir das Bushman haben. Und dann geht's Richtung Gefängnis. Es geht auch mit Pfeil und Bogen, aber ohne eine Nahkampfwaffe ist es mega risky. Würde ich ungern machen wollen. Ohne Nahkampfwaffe echt schwierig. Achso, was kostet mir ein Bogen? Aber wahrscheinlich auch 3.000, 4.000. Cool, die spawnen das. Da ist er wieder. Keine Ahnung. Ich frag gar nicht mehr, was es mit dem Puppet gerade soll. Mach mal zu. What's up? Hab ich getroffen? Nee. If you're trying to go, du hast so einen Bogen für mich, oder? Nahkampfwaffe. Ah, nee, warte mal. Fernkampfwaffe. Ich kann keinen Bogen bei dir kaufen. Fernkampfwaffen. Bögen. 100 Ru. Okay, was? Ab 100. Na gut, dann können wir uns das eh nicht kaufen. Antibiotika, eine könnten wir uns kaufen, aber da wir jetzt eh in der Nähe des Händlers sind, können wir das lassen. Erstmal. Und wir werden jetzt einmal. Ja, wir gehen jetzt nochmal die Garagen durch. Die Polizeistation selber. Wir können durchgehen. Wir brauchen jetzt noch ein paar Schraubenzieher im Ideal. Wenn wir finden natürlich in den Garagen ganz geil. Den Hochstand könnte man mitnehmen. Alles andere ist jetzt eher Verschwendung. Das Schöne ist, dass wir jetzt einen Wanderrucksack haben. Wir haben jetzt Platz ohne Ende erstmal. Achso, jetzt zeige ich das Zeug hier noch einstecken. Aber das können wir dann ins Boot packen. So, Drive. Benzin reicht nur eine ganze Weile. Wir fahren ja nicht wirklich weit mit dem Ding. Aber man kommt auch nicht wirklich weit. Also wir haben ja keine Möglichkeit, jetzt irgendwie großartig hier durch die Gegend zu schippern. Da vorne ist dann der Staudamm, das heißt, da ist sowieso Ende. Und jetzt wieder zurück zum Dörfchen. Da ist komplett Respawn. Ist es ein bisschen schade, weil wir da schon waren, aber es bietet sich am nächsten an. Klar, wir können auch nach hier oben laufen zum Looten. Das würde ich jetzt allerdings in der Folge, können wir noch ein bisschen Dorf looten. In der nächsten Folge können wir mal nach hier oben, wenn wir jetzt zu wenig Zeug finden, was Kohle bringt, können wir mal nach hier oben hier nochmal looten. Den Bunker selber können wir im Moment, na gut, mit dem Bushman würde ich sogar in den Bunker reingehen. In den C2-Bunker, aber ich würde dann erstmal wirklich ins Gefängnis, da ein bisschen looten, vor allem da würde ich tatsächlich auch aufs Dach gehen wollen, gerade jetzt, wo wir Kohle brauchen im Moment, da könnte sich das lohnen, Magazine, Schalldämpfer und so weiter und so fort. Wir haben halt im Moment wirklich keine einzige Nahkampfwaffe, aber 2000, das heißt, ja, ist auf jeden Fall drin und machbar, das Ganze. Weiß gar nicht, das sind eigentlich nichts wert. Das Handy ist auch nichts wert, das Ding ist auch nichts wert. Das hier können wir behalten, das hier können wir behalten. Der Stift ist auch nichts wert. Diese 1 Dollar oder 3 Dollar kannst du in die Tonne treten. Wenn wir mal ehrlich sind. So, wir gehen direkt rüber. Da drüben waren ja die ganzen Garagen oder der Polizeistation. Die Apotheke können wir natürlich nochmal looten. Wenn wir nochmal so eine Pillenpackung finden, die ist 500 wert. Das lohnt sich. Nach wie vor deswegen leider jetzt aber für euch in der Ego-Perspektive unterwegs. Weiß nicht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie niedlich. Ob euch das stört überhaupt.
das Spiel in der Ego-Perspektive zu überleben. Oder ob es euch egal ist, zum Beispiel. Gerne mal schreiben. Wir müssen natürlich aber auch irgendwann jetzt dann zurück wegen dem Auto. Oh nice, ein Kochbuch. So viel. Oh, eine Augenklappe. Mal ein Fuffi. Augenklappe ist auch ein 100er Wert, glaube ich. Grob. Lange nicht mehr gefunden. Gerade so Masken und so weiter findet man jetzt relativ selten. Wir müssen uns jetzt nicht mehr so auf Häuser konzentrieren, weil wir uns jetzt den Rucksack haben leisten können. Deswegen würde ich die Garage tatsächlich nehmen wollen. Muss man allerdings gucken, hier ist jetzt ist Respawn natürlich da. Oh, eine Bar. Zweiten bitte auch. Bar kann sich immer lohnen. Nach wie vor, wir haben zwar zweimal, um Dinge zu desinfizieren, also ich weiß gar nicht, 10, 15 Verbände können wir, glaube ich, wirklich noch herstellen im Moment mit Desinfektionszeug. Die Mütze, leider nicht die rote, die wäre ein bisschen was wert. Aber so Alkohol ist natürlich immer ganz nett. Kann man verkaufen. Einfach eine Verkaufsgeschichte. Moin. Wir haben nicht mehr so viele Pfeile. Vor allem, gut, wir könnten uns ein Messerchen herstellen. Mit dem Messerchen können wir dann Pfeile herstellen. Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeile haben wir noch. 6. Mit denen, den wir gerade haben. Ja, es reicht eine Weile. Außerdem werden jetzt eingekesselt von, was weiß ich, wie vielen Puppets. Dann natürlich nicht. Aber so sollte es eigentlich reichen. Es ist immer noch Halloween-Event. Bin mal gespannt, was das rausgenommen wird. Ich sehe leider nichts auf dem Tisch. Ihr könnt auch Waffen liegen. Also man kann Schrotflinten hier finden. Hier drin. Theoretisch. Puppets ziehen wir nach wie vor aus. Wegen den Schraubenziehern. Je mehr wir davon haben, desto besser. Genau deswegen. Da haben wir wieder einen. So, da ist unsere Hütte. Da können wir nachher eigentlich auch wieder fast zum Pennen reingehen. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Da ist der große Benzinkanister. Den hätte ich gerne. Schlecht. Das auch. Das auch. Wir haben gleich keine Pfeile mehr, nämlich. Okay, wir müssen sie wieder einsammeln. Oder ich muss ein Küchenmesser finden. Mein Küchenmesser findest du recht schnell. Aber... Die Dame. Eigentlich müsste hier meine Pfeile liegen. Da. Gibt natürlich alles Ruhmpunkte, Erfahrung, Bogenskill und so weiter und so fort. Deswegen ist es jetzt nicht so essentiell schlimm, wenn wir... War da nicht gerade noch ein Pfeil? Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Puppets wieder töten müssen. Dafür sind wir auf dem Hardcore-Server unter anderem, habe ich mir sagen lassen. Ah, die Dietrich hier. Der rote Dietrich war einiges wert. War nicht zu unterschätzen. So, ab und zu, man hat es gerade wieder gesehen, ab und zu backt das so ein kleines bisschen, das Ganze. Dann wackelt der so komisch, so mit einem Frame, wo der komplette Puppet verzieht. Ist immer ein bisschen strange, ehrlich. Das hast du im Singleplayer übrigens nicht, das liegt am Multiplayer. Nach wie vor. Krass wäre, wenn wir jetzt einen Wanderrucksack finden würden. Klamotten können wir mal mitnehmen. Klamotten sind nicht schlecht. Oh, nice. Die nehmen wir mit, weil die sind sauber und nicht nass. So, dann hier reingucken. Schön wäre eine kleine Axt, wenn wir finden würden. Da war der große Benzinkanister. Ah, Problem ist, wir müssen den jetzt in der Hand mitschleppen. Das ist natürlich ungünstig. Mal kurz rein. Einer. Die Häuser hier, diese kleinen Häuser, ich finde, die lohnen sich. Zumindest wenn du noch Klamotten suchst. Weil du echt wirklich schnell hier durchgeflitzt bist. Und tatsächlich Häuser looten. Ich weiß nicht. Also mir persönlich macht das tatsächlich Spaß. Ich weiß, der eine oder hasst das.
Und mir persönlich macht das tatsächlich Spaß. So, wir müssen dann mal Steine finden, damit wir nochmal was trinken können. Yes! Brille einiges wert. Genauso wie diese ganzen neuen Brillenteile und so weiter. Ich habe jetzt nicht nach links geguckt, dass da, ob da einer ist. Könnte ein Fehler sein. Yes! Irgendwie droppen die Dinger recht häufig. Sehr nice. Werkzeugkiste. Das heißt, wir können uns ein Helmchen reparieren und so weiter. Nägelchen. Ich glaube, wir haben mittlerweile Nagelbox, ja. Brauchen wir deswegen nicht mehr. Schraubenzieher natürlich hier auch gut zu finden in den Dingern. Unter anderem auch gelbe Schraubenzieher. Könnte ich das spawnen. Noch eine Bienenmütze. Leber. Müssen dann nochmal ein bisschen aussortieren, vielleicht was Wert hat und was keinen Wert hat. Die Garagen auf jeden Fall. In der Polizeistation bin ich der Meinung, es lohnt sich eigentlich fast immer mal in die Polizeistation reinzugucken. Aufgrund dessen, dass auch Munition einfach mal so rumliegen kann in der Polizeistation. Erst außen. Schaffen wir das, ohne dass wir jetzt hier irgendwie von um die Welt wecken? Oh, hier ist gar keiner. Auch gut. Der andere war draußen. Schere ist super zum Zerlegen von Klamotten. Die sollten wir auf jeden Fall behalten, die Metall. Wieder der Arm. In der Ego-Perspektive der Arm. Für die Chips. Auch schön. Natürlich. Was erwartest du in einer Apotheke? Eine Tüte Chips. Selbstverständlich. Was auch sonst. Gib mir medizinische Loot. Halt, den hat man. Den Tisch hier brauchen wir noch. Kann halt nicht. Natürlich finden wir Chips. So, Kasse. Ein Huni. No, auch nicht. Lootstiller. Sehr schön. Das ist ein Hunder da. Das ist nur normal. Sehr schön. Das ist nochmal ein Huni. Wir müssen nicht jeden Scheiß mitnehmen. Socken. Auch hier. Immerhin. Ein Huni. Was erwartest du natürlich in einer Apotheke? Natürlich. So. So langsam wird mein Skill ein bisschen besser, was den Bogen angeht. In Richtung Headshots. Versuch zwar immer ein bisschen auf dem Kopf zu zielen. Klappt semi-gut. Denk mir allerdings auch jedes Mal, besser man trifft den Puppet überhaupt und stoppt ihn, wie wenn wir ihn gar nicht treffen. Das heißt, wenn ich zu hoch ziele, treffen wir ihn halt wirklich gar nicht. Da sind Steine. So. Essen. B0. Beim Krankenhaus schon wieder. Arsch der Welt. So, hier haben wir jetzt die Steine. Hier konnten wir jetzt Schnee essen. Das hilft uns natürlich. Wir brauchen allerdings ein bisschen mehr. Wenn wir davon wirklich irgendwie jetzt satt werden wollen. Ist in der Stadt natürlich eher doof. Im Ideal so ein kleines bisschen sich außen positionieren. Im Wald oder so. Yes. Der ist auch einiges wert. Das blöde Ding war nichts wert. $18 da. Die Tonne. Der ist immerhin 200-300 wert. Das Ding. Es wurde verkleinert. Das hatte früher mal mehr Slots belegt. Das wurde verkleinert, ist ein bisschen was wert. Schießt wohl was nice. Wobei wir keine Rufpunkte brauchen. Rufpunkte. Irgendeiner hat mal behauptet, dass man das hier looten kann. In den Garagen. Kann man nicht. Okay. Klar. Bin mir jetzt Rucksäcke. Klar finden wir Rucksäcke. Ich meine, wir brauchen ja keinen mehr. Was ist das Naheliegste, was wir finden? Rucksäcke. Ohne Ende. Ich würde sogar wetten, Wanderrucksäcke. Wobei, die können wir wenigstens verkaufen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es folgendermaßen. Kriege ich da... Nee. Keine Chance. Den würde ich trotzdem mitnehmen wollen, weil Platz. Wir packen den ins Bötchen. Ob das jetzt kein Puppet kommt. Also in der Ego-Perspektive sieht das schon ein bisschen strange aus. So geht's. Aber in der Ego-Perspektive so... Seht mich an mit meinem Rucksack.
ist von... Oh, wie hieß diese... Oh, wie hieß dieses Rucksackmarke, die es früher gab? Scout? Doch, Scout, oder? Scout-Rucksäcke. Also, wo ich noch jung war, das ist, oder wo ich zur Schule gegangen bin, das ist, Weilchen her. Essen. Das ist ein ganzes Weilchen her. Hier übrigens, Wasser, hier unten sieht man's, wie viel Milliliter? 50 Milliliter grob. Wasser, die wir dazu kriegen. Also, ja, lohnt sich so mehr. Hä? Hä? Ach, ach so. Moment. Stimmt, ich kann den ja einpacken. Wir haben genug Taschenplätze. Abgesehen davon, ich hätte sogar einen Rucksack packen können. Ich hält. Nee, wir gehen schnell nochmal zurück und holen den großen Benzinkanister. Den hätte ich gerne. Die Dinger sind relativ selten geworden. Dann nehmen wir den noch mit. Dann ist doch die... Na, Folge haben wir noch... Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann können wir schnell noch zu Ende looten. Bevor hier auch wieder Respawn kommt. Und ja, früher diese Scout-Rucksäcke. Genau so trägt er den gerade. So, auch hier nochmal Essen. Hoffen, dass kein Puppet kommt. Wir nehmen gleich mal die Autobatterie mit, würde ich sagen. An Fahrzeug montieren. So. Treibstoff abzapfen, Service beenden, Autobatterie entfernen. Hast du Ladung? Das sehe ich jetzt nicht, oder? Doch. Das sieht man. Treibstoff, Service beenden. Du hast gar keinen Treibstoff drin, mein Freund. Das Protokoll. So, den nehmen wir wieder mit. Jetzt ist die Frage. Okay, der hat immerhin 5 Einheiten, das Ding. Wieso trägt er... Hier trägt das ja seitlich. Wieso trägt das... Green Lantern-mäßig? Warum? Macht für mich wenig Sinn, aber okay. Kommen wir da drüber? Ja, wir waren mal Weitsprung... Hochsprung Weltmeister. Vergaß. Das Ding packen wir schnell ins Auto. Wir müssen jetzt allerdings mit der Batterie dann eigentlich zurück... Sind das 8 Stunden, 24 Minuten? Nee, das sind... 8 Tage, oder? Bis sie leer ist. Kann das sein? Dass es 8 Tage sind? Time until empty. Wäre cool, wenn wir da rechtzeitig ankommen. Das heißt, die nächste Mission ist der... Ja, die nächste Mission ist der, ist das Auto. Das heißt, das Ding hier. Hier rein. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Ist schon voll? Du bist mal wieder super... Genialst sortiert. Wie immer. Dass es sich so richtig krachend lohnt. Kriege ich dich da rein? Ja, oder? Wie viele Plätze brauchst du? Okay. Das heißt, wir packen das hier rein. Erstmal so wildeste Sortiererei hier. Aber hey. Reparieren. Das lohnt sich sogar, finde ich. Weil wir eben den Platz gut nutzen können jetzt, den wir hier kriegen. Das hier, bisschen was eingespart zumindest. Das Ding hier, das hier rauf. Da ist wohl wieder mega viel Platz verschwendet, aber... Das ist, wie es ist. Hier rein, hier rein. Bierchen hätten wir natürlich auch trinken können. Wäre auch möglich gewesen. Da sind noch Plätze für irgendwas Kleines. Sowas zum Beispiel. Achso, den Benzinkanister muss ich auch reinkriegen. Okay, reparieren. Ach du Scheiße, der nimmt doch... Ah, der nimmt das halbe Boot ein. Ja, okay. Wir müssen umplanen. Geht das nicht? Fuel from Container. Okay, wir lassen den großen Benzinkanister da. Weil ich mir ins Inventar packen kann gerade. Ich würde sagen, wir sind für die Folge schon mal raus. Wir gehen... Ja, machen wir nächste Mission Auto. Das heißt, wir werden jetzt dann hier runter dackeln.
Beim Sägewerk war eigentlich alles drin. Die Autobatterie anschließen. Dann runter, Rad holen, hochlaufen, Rad anbringen. Idealerweise zwei Räder natürlich. Eins können wir in den Rucksack, glaube ich, packen, wenn es gut läuft. Eins in die Hand nehmen. Und dann uns unseres Lebens freuen mit einem neuen Auto. So, der Plan. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich gehe vom Boot runter. Das kann nämlich sein, dass das irgendwie despawnt und ich dann im Wasser stehe. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht es gut. Und wir müssen vielleicht noch was zu essen kaufen. Aber gut, das kriegen wir hin beim Händler. So viel Kohle haben wir noch. 600 haben wir noch. Das reicht für ein MAE-Paket. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.